Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. In der letzten Folge haben wir die okkulte Kunst des Fangstoßes erlernt. Und in dieser Folge machen wir uns nun also endgültig auf in den Schrein. Und dort gucken wir mal, was uns erwartet. Uns wurde ja schon versprochen, dass da ein Monster hingebannt wurde. Das ist natürlich ungünstig. Okay, da konnte ich den Fangstoß jetzt nicht üben. Das finde ich ein bisschen schade. So. Und jetzt werden wir auch mal gucken, ob diese Spinnennetze wirklich so krass stark sind, dass man da nicht mit dem Schwert durchkommt. Weil dann müsste man tatsächlich irgendwo Öl herholen, weil die Lampe ja leer war. Komplett leer war. Das wäre natürlich blöd. Also. You gotta be kidding me. Man muss Lampenöl nachkaufen. Das ist ja dumm. Okay. Ja, von mir aus. Gut. Damit ist es geschafft. Wir können uns nun also in den Schrein begeben. Und bevor wir das machen, muss ich mal kurz sagen, ich habe mal geschaut, in Skyward Sword war es so, dass es 12 Parts gedauert hat, bis wir in den ersten Dungeon rein sind. Es war mir nicht bewusst, dass Twilight Princess nur einen einzigen Part schneller ist. Also, ich hatte damals, wie ich das durchgespielt habe, ich nicht das Gefühl gehabt, dass es so lange dauert, bis ich zum ersten Dungeon komme. Vielleicht habe ich auch hier ein bisschen genauer überall hingeschaut, so ein bisschen. Ich meine, zum Beispiel ins Dorf zurück bin ich damals, wie ich als Kind das durchgespielt habe, natürlich nicht. Jetzt im letzten Part war das, glaube ich, gewesen. Also, da bin ich nicht ins Dorf zurück. Das sind schon wieder 10 Minuten weniger und so, ne? Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich das Spiel mittlerweile anders spiele. Was ich aber sagen kann, ist, Skyward Sword ist vom Gefühl her deutlich träger, was das Intro angeht. Twilight Princess geht auch ziemlich langwierig los mit irgendwie mit irgendwelchen Ziegen, die man herden muss und was weiß ich und bla blub und das ist alles egal. Aber dadurch, dass man dann entführt wird, geht es dann, sage ich mal, geht die Action los. Selbst wenn man da noch nicht im Dungeon ist, fühlt es sich schon so an, als ob man was macht. Und bei Skyward Sword war ja irgendwie wirklich, also es war ja ein Witz mit dieser Vogelreiterzeremonie und was weiß ich, das hat ja alles ewig gedauert. Genau, los geht's. Wir sind im Waldschrein. Okay, das war schlecht. Na egal. Willkommen im Waldschrein. Erst du. Definitiv erst du. Ach so, der braucht nur 2 Hits. Na guck. Du bist immer noch in Gefahr. Ich werde dich erst retten, wenn alle Monster weg sind, damit du armes Äfflein nicht in Gefahr bist. Da war nicht mal was drin, das ist ja dreist. Hallo Äfflein. Easy. Hab dich befreit. Du hast meine Lampe leer gemacht, du schuldest mir Öl. Nein, du schuldest mir Öl. Oh je. Das ist doch der Affe, der die Lampe geklaut hat. Ich glaube, der will mit dir spielen. Also nichts wie hinterher, weil was haben wir auch sonst zu tun? Sieh mal mit ihrem Gelächter, ne? Okay, hier oben. Sieht nicht so aus, als ob hier irgendwas. Bisschen Geld. Oh, da kann man hochklettern. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, da kann man hochklettern. Das hier ist schon innerhalb des Dungeons. Das heißt, unter Umständen kann man hier schon etwas bekommen. Und natürlich wollen wir alle Schätze mitnehmen, ist ja klar, ne? Deswegen, sorry Affe, du musst mal kurz warten. Oh mein Gott, ist das langsam. Oh mein Gott, ist das langsam. Ah! Okay, das ist zumindest ein bisschen schneller. Aha. Ich wusste es. Ich wusste es. Natürlich ist schon im ersten Raum was. Ist zwar nur ein bisschen Geld, aber wir nehmen es mit. Sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr, ne? Nee. So,
sonst ist hier nichts mehr außer ein paar Krügen. Aber die können uns egal sein. Weiß gar nicht, ob wir die überhaupt runterkriegen. Nee, die kriegen wir noch nicht runter. Oh, das war dumm. Ah, die Klettermechanik in dem Game ist so schrecklich, ey. Es dauert so lang. Okay, du bestehst jetzt darauf, dass ich unbedingt, koste was es wolle, durch diese Tür gehe. Ja, wenn du das dann sagst. Wer des Herzens nicht ehrt, ich weiß, aber da komme ich nicht dran. Oh doch, ich komme dran. Ha! So viele Herzen, Mann. Man meint fast, die Leute würden in dem Game einfach Game Over gehen. So. Schon okay. Du willst, dass ich da reingehe, okay? Komm mit. So. Ich erinnere mich noch relativ gut an diesen Dungeon, weil ich ihn halt auch schon ein paar Mal gespielt habe. Also, ja. Stimmt. Die Viecher muss man nicht umdrehen, so wie es in Skyward Sword ist. Die Viecher hier muss man einfach nur, naja, man muss sie auch erwischen. Oh, guck mal. Eins. Ei. Oh, das bringt sogar wirklich was. Lol. Ah, ist ja gut. Okay, da kommen wir noch nicht rüber. Da komme ich auch noch nicht rüber. Achso, das war das Rätsel, das ich sogar jetzt machen muss. Na, guck. Autsch. Schauen wir mal, was wir hier finden. Die Karte wäre nicht schlecht. Oh, nice. Wir erhalten wirklich die Karte. Stockwerk gibt es, glaube ich, hier noch nicht. So, das ist er. Der erste Dungeon. Jawohl, wir haben hier einiges zu erkunden. Achso, ja. Sonst ist hier nichts mehr, glaube ich. Ist natürlich klar, hier kriegt man noch relativ viel Noob-Support. Das muss man, denke ich, nicht bestreiten. Ich weiß auch gar nicht. Wir werden mal später gucken, wo die Schatzkisten sind. Ich glaube, hier irgendwo. Das Viech ist auch lustig. Aber was es damit auf sich hat, werden wir erstmal anders erfahren. Ich glaube, hier irgendwo ist eine geheime Schatztruhe noch. Ich weiß auch nicht mehr, wo. Deswegen suchen wir die jetzt auch nicht. Weil wir kriegen ja später eh noch den Kompass und können uns dann ganz chillig anzeigen lassen, wo genau das alles ist. So. Ein Teil dieses Dungeons ist draußen. Was ganz lustig ist. Und diese Brücke sieht nicht sicher aus. Ist ihm aber egal. Okay. Oh oh. Nein! Oh Gott, das arme Äffchen. Ich hab dir doch gesagt, die Brücke ist unten. Ey! Oh. Dieses Äffchen weiß mehr darüber, was wir spielen müssen, als wir selber. Ungünstig. Aber was ist das denn? Haben die etwa Streit? Oh Mann, jetzt können wir nicht weiter. Gehen wir einfach zurück. Ich glaube sowieso, der kleine Affe will uns führen. Sollten wir mich einfach folgen? Der wird schon wissen, was hier los ist. Ja. Das hat ja super funktioniert. Toll. Ich glaube übrigens, das war, glaube ich, ein Affenmädchen, weil das diese Rose hält. Also das war, glaube ich, ein Mädchen. Da kommen wir noch nicht dran. Genau. Man kann ja hier jetzt springen. Und wenn man nicht blöd ist, so wie ich, dann kriegt man auch was auf die Reihe. Okay, hier unten war nichts. Ich dachte, vielleicht ist hier unten noch eine Truhe versteckt. Aber offensichtlich nicht. Dann versuchen wir das nochmal. Ich bin so blöd. Okay, jetzt hat's funktioniert. Okay, da kann man zwar hochklettern, das bringt uns aber nichts. Okay. Immer schön alles angucken, gell? Gucken wir mal, wo wir jetzt weiterkommen.
Zu dir will ich erstmal nicht. Vielleicht gehe ich erstmal zu dir. Okay, weg. Das können die Viecher. Die können explodieren. Ach! Puh, endlich draußen! Bin wohl ein wenig in die Breite gegangen und dann irgendwie nicht mehr rausgekommen. Du hast mir wirklich sehr geholfen, vielen Dank. Also weißt du, ich suche hier etwas. Hast du hier auch was zu tun? Dann können wir jetzt eine Weile lang zusammenreisen, so. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich kann dir ziemlich nützlich sein. Wenn du hier raus willst, kann ich dich ganz einfach warten. Denk also nicht, ich werde nur eine Belastung, sondern betrachte mich als Freundin. Du hast die Tante getroffen. Sie warb dich aus jedem Dungeon. Oder dorthin zurück, wo du zuletzt warst. Lege sie auf Y oder X, um sie so verwenden zu können. Ja. Die Tante. Ach schön. Einer meiner Lieblingscharaktere in dem Game. Und ja, sie ist nicht nur ein Item, sie ist ein ganzer Charakter. Du kannst mich am Arsch lecken. Okay. So. So. Easy. Easy peasy, lemon squeezy. Verpiesel dich. Ah, da war nur Geld drin. Schade. Okay, du möchtest, dass ich diesen Weg laufe. Okay. Ich wäre jetzt erst mit den anderen gegangen, aus Prinzip, weil man da hochklettern kann. Ach so. So blöd. Okay. Mehr hängt hier nicht von der Decke. Na, von mir aus. Tja. So weit sind wir mit unserer Weisheit gekommen, ha? Huh? Das sieht mir nicht nach einer Truhe für einen Schlüssel aus. Ja, wo soll ich den Schlüssel jetzt? Ach so, okay, wir müssen da. Wir müssen hier rein. Hier müssen wir rein. Ach so, okay. Also du möchtest jetzt als nächstes dahin. Und jetzt haben wir erfahren, dass wir da nicht durchkommen, weil wir keinen Schlüssel haben. Dann gehen wir doch mal da weiter und gucken mal, was wir hier finden. Hier ist windig. Interessanterweise ist der Affe hier nicht mitgekommen. Ach, jetzt. Ne, jetzt wieder nicht. Ja, ich mach die Viecher kaputt, damit die mal wissen, wer hier der Boss ist. Nämlich ich. Ich bin der Boss und die nicht. So einfach ist das hier. Okay. Was? Was ist das denn hier? Ist doch nicht einfach der Kompass, oder? Ein Schlüssel. Okay, er öffnet die Türen, allerdings nur hier. Richtig. Schlüssel funktionieren natürlich nur in dem Dungeon, in dem man sie findet. Das wäre ja sonst alles viel zu einfach. Und hier kommen wir erstmal nicht weiter. Auch das wird noch passieren. Aber erstmal kommen wir hier nicht weiter. Wir sind ja noch im Tutorial-Bereich dieses Dungeons. Weil dieser Dungeon immer noch so ein bisschen Tutorial ist und jetzt lernen wir hier nicht unsere Schwertkampffähigkeiten so nach und nach. Oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Geschafft. Okay, passt. Hätte ich mich jetzt mit den Viechern begeben, dann hätte ich noch eine Rotation, sag ich mal, durchmachen müssen. So, F-Line. We did it. Also mit we meine ich mich. I did it. Du bist auch da, aber wirklich was geholfen hast du bisher noch nicht. Außer, dass du mir meine Lampenöl weggemacht hast und mir jetzt Lampenöl schuldest. Gut, also F-Line, du möchtest gerne hier durch. Können wir machen. Schauen wir mal, was wir haben, hier haben. Oh, noch so ein. Na guck. Das sieht mir gefährlich aus.
Ah, wie süß. Ich hab's versucht. Das sieht mir aus wie eine Falle. Ich hab versucht, da nicht drüber zu laufen, aber ich musste. Es war eine Cutscene. Man muss zweimal schnell dagegen knallen. Beim ersten Mal bekommt es in diesem Wackelzustand. Ey! Voll scheiße von dir! Nee, gar nicht. Voll scheiße von euch. Die armen Viecher festzuhalten. Immer einmal mähen. Immer einmal Gras mähen. Moment, ist da eine geheime Truhe? Aha! Ich hab dich gesehen! Und ich hab Geld! So gehört sich das. Okay. Okay, hier ist gar nichts weiter. Nee, okay. Gut. Wir wären jetzt gar nicht mehr zurückgekommen, ohne den Affen zu befreien. Das ist der Sinn dahinter. Weil ohne die Hilfe dieser Affen kommen wir da nicht drüber. Wenn wir da jetzt hingehen, das ist nicht so die, ich sag mal, die prinzipielle Mechanik dieses Dungeons. WTF, wie knapp ist das denn bitte? Ich find das sauknapp. Ah, das war jetzt wieder zu früh. Weißt du, jetzt bin ich wieder zu. Jetzt bin ich wieder zu früh, weil das Zeitfenster so knapp ist. Das ist wieder zu früh. Okay. Ich hab's hingekriegt. Da kann man nicht hochklettern. Dann gehen wir mal weiter. Was wollt ihr jetzt, liebe Affen? Seht ihr, die eine hat so eine Rose. Das ist ein Mädchen, glaube ich. Da gibt's, glaube ich, auch Lore dazu. Offizielle. Oh, wait. Warum gehen wir den Weg? Wir gehen die Abkürzung. Aber cool sind. Ist das. Okay, nee. Ich dachte gerade, das eine Äfflein wäre runtergefallen oder so. Ich frage mich echt, ob hier noch im Wasser irgendwas versteckt ist. Hier ist bestimmt irgendwo noch was im Wasser versteckt. Bin gespannt, wo wir den Kompass kriegen. So, so easy ist es. Nicht den. Du sollst. So gehört sich das. Brav. Bravo, Link. Dann gehen wir mal zurück. Und gucken mal, was ihr uns sonst noch so zu sagen habt. Weil. Geht natürlich noch weiter. So, jetzt können wir nicht auf die Seite gehen. Hier ist nicht der andere Affe und hilft. Weil logischerweise, wir kommen noch nicht wirklich weiter. Wir müssen noch ein bisschen weiter. Und unser Ziel ist jetzt hier hinzukommen. Hier kommen wir nicht hin, weil der andere Affe uns nicht hilft. Also das Äfflein mit dem Rosa hilft uns nur auf der anderen Seite da hinten. Und deswegen mussten wir jetzt erst den Affen befreien. Und hiermit können wir jetzt hier rein. Das war so die Idee hinter dem Dungeon, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wow. Das war jetzt schon eine fettere Pflanze. Dings. Mit der war jetzt nicht zu spaßen. Habt ihr das gesehen? Die hat sogar weitergelebt, obwohl sie gar nicht mehr weiterleben konnte. Das war ihr egal. So. Ich weiß, dass hier im Raum irgendwo was Geheimes war. Ich weiß auch wieder ungefähr, was das für ein Raum gewesen ist. Ich finde es auch interessant, dass die Äfflein uns hier wieder nicht begleiten. Dann gibt es noch dieses Viech hier. Die Viecher, was es mit denen auf sich hat, das finden wir noch raus. Aber nicht jetzt.
Oh mein Gott. Zu knapp. Oh, Link! Ja. Eigentlich ist die Zeit genug da. Nimm ihn einfach auf. Link! Ist dieser Idiot eigentlich noch ganz zu retten? Du bist so dumm! Ja, ja, ich habe eine Bombe, die ich in dieses Viech werfen kann, um es zu töten. Oder mich selber, um mir weh zu tun. Was sollte ich nur tun? Nochmal. Oh mein Gott, bist du dumm? Hallo? Hallo? Okay. Ja, ist okay. Meine Fresse. Oh mein Gott. Hallo, nimm den. Meine Güte, ey, das war jetzt eine Geburt bis zum geht nicht mehr. WTF? Ja, ich habe sie geworfen, ich bin zu dumm. Also, das Ziel dahinter ist, dass wir hier im Endeffekt das Ding hier nehmen. Und dieses Herz habe ich mehr als nötig. Und dann können wir nämlich im Endeffekt mit Hilfe der Bombe, jetzt können wir da drüber springen, das war vorher nicht möglich. Was hier oben ist, weiß ich nicht. Bitte geradeaus. Also, hier ist so ein Ding. Da weiß ich nicht, ob wir da jetzt drüber kommen. Hier ist so bestimmt auch wieder so ein Viech unten drunter, oder? Wie ist denn das? Aber es ist zu knapp. Ich glaube, das ist zu knapp. Wie weit verfolgt der mich? Okay, ne, der... Oh mein Gott, er hat im ersten Versuch das Ding genommen. Ah, ich wollte werfen. Okay, das ist knapp. Das klappt nicht. Achso, wir müssen da oben hin. Was? Hä? Link? Da ist eine Kante. Hand festhalten. Was war das denn jetzt? Wie ist ihm denn jetzt gelungen? Hä? Also ich finde die, also ganz ehrlich, ey, bisher stellt sich mir so ein bisschen die Frage, ob Link in dem Spiel eigentlich besoffen ist oder so, weil, also ich meine, dass er es nicht hinkriegt, dieses Viech irgendwie zu werfen, okay. Kann ich da andersrum irgendwie hin oder was? Ich muss da irgendwie, also, also, ich glaube, ich muss da über die Seite hin. Ach so, okay. Also ich ging jetzt davon aus, dass ich auf, also von der anderen Seite auch hinkomme. Aber das geht tatsächlich nicht. Okay, von mir aus. Von mir aus, okay. Wir machen die hier kaputt. Ja, das wird schon funktionieren. Ja, das funktioniert, okay. Dude, ist Link vielleicht blöd in dem Game. Das ist ja der Hammer. Okay. Ich soll also dich, soll ich da jetzt reinwerfen? Das ist so lächerlich. So. Okay. Dieses Mal hat's geklappt und wir können uns diese Kiste hier snacken. Sehr schön. Aber ich muss sagen, ja, das ist irgendwie weird. Gib mir einfach die Kiste hier. Der kann mir dann egal sein. Ein Herz. Es gibt in dem Game Herzteil in Dungeons. Echt? Oh, shit. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass es in diesem Game ernsthaft Herzteil in Dungeons gibt. Das ist krass. So, wie war das? Das hier ist der Rückweg. Da kommt man nicht mehr hin. Was ein bisschen komisch ist, aber okay, von mir aus. Nachdem es sich bei den beiden Räumen hier um abgeschlossene Handel scheinbar. Wait. Die sind beide... Wie komme ich da rein? Ah, ich ahne es. Okay. Da können wir noch nicht rein.
Aber in den können wir rein. Deswegen gucken wir erstmal, was wir in dem Raum zu finden können. Ich würde aber sagen, bevor wir das machen, machen wir es in der nächsten Folge. Falls euch die hier gefallen hat, würde ich mich über einen Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Ich habe noch ein bisschen Probleme mit Link irgendwie. Der ist ein bisschen arg verwaschen zu steuern, aber das kann man nicht ändern. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!